Willkommen, Freunde, zu den Live-Reactions zu Ultima Lucha Dos Part Dos. Und wir werden in dieser Episode das Gift of the Gods Title Match sehen. Oh, und natürlich auch noch das Deathmatch. Das. Oh, Elimination Match, ich liebe es. Oh, na, wen haben wir denn da? Cobra Moon. Das Match wird auch wieder Chaos pur und das ist einfach geil. Jetzt mal ohne Spaß, ich finde, Daga sieht einfach aus wie Neville. Nur halt mit kurzen Haaren. Und nicht ganz so muskulös und ein bisschen größer wahrscheinlich. Nightclaw kassiert aber wie immer von Sinestra de la Muerte. Oh, jawohl. Ganz ehrlich, ich verstehe das mit Sinestra de la Muerte überhaupt nicht. Oder Sinestro de la Muerte. Weil, der wurde so aufgebaut, dass halt jetzt alle die anderen getötet hat mit den Herzen und so. Und jetzt ist der genauso schwach. Oh, Daga finde ich so geil. Und Sexy Star ist on fire. Wenn die mit den göttlichen Spot Wrestling loslegen in solchen Multi-Man-Matches, ist das so heftig, Alter. Yes. Und Moonsault. Doch ne. Was? Wie viel gerade waren das jetzt, die sich da gedreht hat? Oh. Marie Posta verprügelt hier Sexy Star. Oder auch nicht. LOL! Ja, gut. Habe ich vorhin gesagt, dass das scheiße ist? Ja. Jetzt finde ich ihn geil. Holy shit. Ach, ich bin so behindert. Jetzt habe ich einen Phoenix Splash. Oder? Ich meine, das war ein Phoenix Splash. Tut mir leid, in solchen Sachen mit Moves und so bin ich noch nicht so gut. One, two. Nightclaw ist weg. Das kam überraschend früh. Komm, jetzt aber der Style Splash. Nein, Spaß. Oh! Sami Zayn gefüllt. Oh, ich dachte kurz, ey. Wollte gerade sagen, Sami Zayn gefällt das. Au. Oh. Der kriegt aus, der kriegt aus, der kriegt aus, der kriegt aus. Wer gewinnt denn da jetzt? Jetzt sieht es relativ gut für Sexy Star aus. Tap, 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 tap. Nein, der tappt nicht. Und ausweichen. Ja. Ah, lol. Nice one. Jetzt hat sie Mariposa. Also, er hat Mariposa ausgenockt. Ha. Das sah richtig eklig aus, wie sie dann so umgefallen ist, muss ich sagen. Octopus irgendwas? Okay, dann scheint das der normale Name von Moves zu sein. Der Black Widow heißt er ja unter AJ Lee in der WWE. Aber ist ja personalisiert. Und er tappt nicht. Bitte lass ihn das nicht gewinnen. Sidewalk Slam oder ist einfach nur Side Slam, okay. Oh, Cross Arm Breaker. Und Sexy Star gewinnt anscheinend, oder? Oder Mariposa kommt nochmal rein? Er tappt, jetzt tappt er. Tap, ja! Yeah! Sexy Star ist neuer Gift of the Gods Champion. Geil. Und damit meine ich beide Bedeutungen des Wortes, wenn ihr mal versteht, was ich meine. Ah, yes, Alter. 2 Stunden wieder das Finale. Richtig geil.
King Guano. Finde ich auch cool, ey. Aber das wird so göttlich. Das wird so brutal, hoffentlich. Das wird das, was Lesnar gegen Ambrose hätte werden sollen bei WrestleMania, hoffe ich. Mil Muertes. Oh, die Musik ist auch geil. Schade, dass man die nirgendwo findet von Mil Muertes. So eine Titanmusik einfach. Oh, mit den roten Pupillen und so. Das ist so göttlich gemacht und der Typ ist einfach ein Monster. Und durch die Stühle. Ah, zu den Musikinstrumenten. Cool. Oh, da ist die Band. Ja, los. Oh. Oh, Alter, ist das episch. Das sah halt episch aus, wie er da hing. Au. Nur noch 7 Minuten. Gebt euch doch jetzt mal richtig, Mann. Oh. Oh ja, der Spear durch diesen Tisch. Und ein Powerbomb hinterher. Nice. Und noch eine, weil es so schön ist. Schön. Pile Driver. Nee, ich dachte gerade. Noch eine. Ha! Der Typ. Ich glaube, jetzt ist der spätestens tot. Au. Tombstone Pile Driver. Ja, Tombstone Pile Driver, das war's. War ganz okay, aber ich hatte mir auch mehr erwartet. Also es war natürlich gut. Aber ich habe mir Blut erwartet oder so. Ich hab mir Blut erwartet, was ist das für ein Deutsch? Ich meine, ich hab Blut erwartet. Das war gerade seine Pillen. Lol. Ladies and gentlemen, you are not. Did they need to shut up? How long is this for the police? You want to take on there, you puedo? Come get me. So, what do they want me for? Murder? I don't think so. They do now. Oh, da ist wohl gerade einer gestorben. Mr. Cisco, wie er heißt. It's time. Ja, er hat ihn halt echt getötet. It's time? Was bedeutet das? Nein, jetzt ist es zu Ende. Ja, gut. Da muss ich mich wohl noch gedulden, was das alles bedeutet. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video. Mir hat dieser Part auf jeden Fall auch sehr gut gefallen von Ultima Lucha. Und ich freue mich auf den letzten Part. Ciao.